Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Manhaj al-Salikin und Tawdih al-Fiqh fi al-Din von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Und wir befinden uns immer noch bei den Bedingungen des Gebets. Bei den Bedingungen des Gebets. Die nächste und letzte Bedingung, die der Sheikh rahimahullah in diesem Buch erwähnt hat, ist die Absicht. Er sagte rahimahullah, und von seinen Bedingungen, von den Bedingungen des Gebets, ist die Absicht. Das heißt, das Gebet ist nicht gültig, außer mit der Absicht. Und zwar aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Taten sind gemäß den Absichten. Und ebenfalls gibt es einige Verse aus dem Koran, die darauf hindeuten, dass die Absicht für die gottesdienstliche Handlung Geltung hat. Wie zum Beispiel die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten beschrieb, in der es sinngemäß heißt, du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach dem Vorzug Allahs und seiner Zufriedenheit trachten. Und das ist die Absicht. Und ebenfalls in seiner sinngemäßen Aussage, und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und ebenfalls in der sinngemäßen Aussage, und wer sein Haus auswandert, zu Allah und seinem Gesandten verlässt und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinem Lohn zu geben. Und andere Verse, in denen die Absicht erwähnt wurde. Das bedeutet also, die Absicht ist eine Bedingung von den Bedingungen des Gebets. Das Gebet ist nicht gültig, außer mit dieser Absicht. Ist die Absicht etwas Schwieriges? Ist es schwer, diese Absicht zu fassen? Nein. Die Absicht ist nicht schwer. Jeder, der zurechnungsfähig ist, tut eine Tat und hat sie beabsichtigt. Er tut nicht etwas ohne Absicht. Das bedeutet, die Absicht an sich braucht keine Anstrengung. Und es benötigt auch nicht, dass man diese Absicht mit der Zunge ausspricht. Warum? Weil der Ort dieser Absicht das Herz ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind gemäß den Absichten. Das, was du beabsichtigst und gemäß deiner Absicht, wirst du belohnt. Du musst sie nicht aussprechen, die Absicht. Und ebenfalls wurde es nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Absicht aussprach. Und ebenfalls wurde es nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Umma befahl, die Absicht auszusprechen. Und ebenfalls wurde es nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu, dass der eine der Sahaba radiallahu anhum die Absicht aussprach und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies stillschweigend annahm. Das bedeutet, dass das Aussprechen der Absicht eine Erneuerung ist. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht ausgesprochen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht befohlen, die Absicht auszusprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen der Sahaba stillschweigend akzeptiert, während dieser die Absicht ausgesprochen hat. Das bedeutet was? Das Aussprechen der Absicht ist eine Erneuerung im Islam. Und dies ist die korrekte Meinung. Ja, es gibt einige der Gelehrten, die gesagt haben, dass es erwünscht ist, die Absicht auszusprechen. Warum? Sie sagen, das ist vollständiger. Du hast die Absicht im Herzen und du sagst sie auch noch mit der Zunge. Haben Sie einen Beweis dafür? Nein. Es wurde, einige der Gelehrten erwähnten eine Begebenheit, ein Ereignis, und zwar, dass eine Person in Al-Masjid al-Haram in Mekka vor dem Gebet
als die Iqama gesprochen wurde, gesagt hat: O Allah, ich beabsichtige, 4 Raka'a Dhuhr für dich zu beten, hinter dem Imam von Al-Masjid al-Haram. So sagte jemand, der neben ihm war: Wart noch, es fehlt noch etwas. Also, was fehlt? Du hast den Tag vergessen und das Datum. Du musst den Monat erwähnen und das Jahr, damit das nicht verloren geht, denn das ist eine Urkunde. Das alles, was er erwähnt, das kommt eher einer Urkunde gleich. Es ist nicht nötig, dass du deine Absicht aussprichst. So war dieser Mann verwundert. Wunderte sich. Und wirklich so ist es, dass dies eine verwunderliche Sache ist. Derjenige, der die Absicht ausspricht, möchte er Allah seine Absicht mitteilen? Weiß Allah nicht, was seine Seele ihm einflüstert? Doch. Yani möchte diese Person Allah mitteilen, wie viele Raka'at er betet und wann? Allah weiß diese Dinge. Das braucht es gar nicht. Die Absicht ist wo? Im Herzen. Wenn jetzt jemand sagen würde: Aber es wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei dem Eintritt in den Ihram-Zustand bei Hajj und Umrah sagte: Labbaik Allahumma Hajja oder Labbaik Allahumma Umratan. So sagten sie, dies ist was, das öffentliche Kundgeben mit der Zunge von der Absicht. Die Antwort darauf ist, dass dies in Wirklichkeit nicht die Mitteilung über die Absicht ist. Warum? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch seine Gefährten haben gesagt: O Allah, ich beabsichtige die Umrah. O Allah, ich beabsichtige die Hajj. Vielmehr ist diese Talbiya, das was man am Anfang sagt, wenn man sich in den Ihram-Zustand begibt, diese Talbiya beinhaltet die Antwort auf den Ruf Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah die Leute zu Hajj aufrief. Und diese Talbiya ist die Antwort. Das heißt, die Talbiya ist ein Dhikr von den Adhkar und nicht die Kundgebung über die Absicht im Herzen. Und einige sagten, die Talbiya vor dem Ihram ist wie der Takbiratul Ihram im Gebet. Wenn man betet, sagt man Allahu Akbar. Und durch dieses Aussprechen des Takbir beginnt man mit dem Gebet. Und danach sind alle Handlungen verboten, die im Gebet verboten sind. Und genauso beim Ihram. Sobald du Labbaik Allahumma Umrah au Hajjan sagst, trittst du in diesen Ihram-Zustand ein, worauf alles verboten ist, was im Ihram-Zustand verboten ist. Und einige sagten, dass das Eintreten in den Ihram-Zustand, sei das Hajj oder Umrah, wie ein Gelübnis ist. Das Gelübnis muss durch die Zunge ausgesprochen werden, damit es überhaupt bindend wird. Und genauso Hajj und Umrah. Yani das Gelübnis, wenn du es anfängst, musst du es erfüllen. Du musst es erfüllen und darfst es nicht unterlassen. Und genauso bei dem Ihram von Hajj und Umrah, wenn du damit beginnst, musst du diese Anbetung vollenden. Es ist Pflicht für dich. Das heißt, die Talbiya für den Ihram-Zustand ist nichts. Die Information über die Absicht, die du in deinem Herzen hast. Wenn wir aber sagen, im Gespräch, wenn wir mit jemandem diskutieren, sagen wir jetzt, die Talbiya ist wirklich, dass du kundgibst, was deine Absicht ist. Dann ist aber diese Talbiya eine Ibadah.
ist eine gottesdienstliche Handlung. Und die gottesdienstlichen Handlungen sind alle Tauqifiyya. Tauqifiyya bedeutet, dass man sie nur mit einem Beweis verrichten darf. Es ist nicht erlaubt, Analogieschlüsse zu ziehen von einer Anbetung zur anderen. Man darf nicht sagen, weil es beim Ihram-Zustand erlaubt ist, wenn wir sagen, dass das jetzt wirklich die Absicht ist, die man ausspricht, dass man somit sagt, beim Gebet ist es auch erlaubt. Weil wir uns nur auf den Beweis beschränken müssen, was die Anbetungen anbelangt. Wenn also dies hier die Absicht sein sollte, dann ist sie hier die Absicht und nur hier. Und man sagt nicht, bei anderen Arten der Anbetung darf man ebenfalls die Absicht aussprechen, so wie bei Hajj oder bei Umrah. Und somit wird klar, dass das Aussprechen der Absicht vor dem Gebet keinen einzigen Beweis hat. Und dass die korrekte Meinung was ist? Dass es eine Erneuerung ist. Die Absicht ist wo? Im Herzen. Wir sprechen, inshallah, noch über einige Themen der Absicht, weil es verschiedene Fragen immer wieder gibt bezüglich der Absicht im Gebet. Die Gebete teilen sich in drei Kategorien. Einmal haben wir die allgemein freiwilligen Gebete. Das ist eine Kategorie, allgemein freiwillig. Dann haben wir die spezifisch freiwilligen Gebete. Und dann haben wir die Pflichtgebete. Also drei Kategorien. Allgemein freiwillig, spezifisch freiwillig und Pflichtgebete. Die Pflichtgebete sind die fünf bekannten Gebete. Wenn also jetzt eine Person die Moschee betritt, zur Zeit von Fajr, welches Gebet möchte er dann, welches Gebet beabsichtigt er dann? Das Fajr-Gebet. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wenn du in die Moschee kommst und den Takbiratul Ihram ausgesprochen hast, du aber nicht an die Absicht gedacht hast, welches Gebet du jetzt beabsichtigst. Und dies geschieht meistens dann, wenn man die Moschee betritt und die Jama'a sich schon im Rukur befindet und man sich beeilt, diese Raka noch zu erreichen. Man spricht den Takbir und geht schnell in den Rukur und man denkt gar nicht an die Absicht. Ist dieses Gebet gültig oder nicht? Dieses Gebet ist korrekt. Warum? Denn dass dieses Gebet zu der Zeit dieses Gebets geschieht, ist ein Beweis, dass dieses Gebet auch beabsichtigt war. Wenn du jetzt jemanden fragst, als er zur Fajr-Zeit die Moschee betrat und mit dem Imam mitbetete, mit der Jama'a. Wenn du ihn fragst, wolltest du mit diesem Gebet Dhuhr, Asr, Maghrib oder Isha? Er wird sagen, nein, ich wollte damit Fajr. Das heißt, die Bestimmung der Absicht geschah durch die Zeit. Und deshalb gibt es zwei Arten der Bestimmung der Absicht bei dem Pflichtgebet. Die erste Art ist, dass man das Gebet an sich, das Gebet selbst, mit der Absicht bestimmt, in seinem Herzen. Beispielsweise Dhuhr. Und dies ist deutlich. Die zweite Art ist, durch die Zeit. Die Absicht wird durch die Zeit bestimmt. Solange du dieses Gebet in der Zeit betest, dann beabsichtigst du auch das Gebet dieser Zeit. Diese zweite Art aber ist nur für das Gebet, welches du auch in der Zeit verrichtest. Wenn du zum Beispiel aber Gebete verschlafen hast und jetzt mehrere Gebete nachholen musst, Dhuhr, Asr, Maghrib zum Beispiel, hier reicht es nicht, dass du einfach betest, sondern du musst jedes Gebet spezifisch einzeln bestimmen mit deiner Absicht, so dass jedes Gebet gültig ist, weil es keine Zeit gibt für die Gebete. Du hast sie schon verpasst. Das ist bezüglich was? Dem Pflichtgebet. Wir haben gesagt, es gibt spezifisch freiwillige Gebete.
Wie zum Beispiel was? Witr, die zwei Raka von Duha oder die Rawatib, die Sunnengebete vor oder nach den Pflichtgebeten. Diese Gebete, für diese Gebete braucht man eine spezifische Absicht für das jeweilige Gebet. Wo geschieht das aber? Im Herzen. Wenn also jemand zum Beispiel Witr beten möchte und den Takbirat al-Ihram aussprach, aber nicht die Absicht hatte für Witr, sondern einfach den Takbirat al-Ihram sprach, und während dem Gebet dann die Absicht für Witr fasst, gilt dieses Gebet nicht als Witr. Warum? Denn das Witr-Gebet ist ein spezifisch freiwilliges Gebet. Und diese Gebete brauchen eine spezifische Absicht von Anfang an. Das heißt, wenn er beginnt, einfach so mit dem Gebet beginnt, und danach die Absicht fasst für ein spezifisch freiwilliges Gebet, gilt diese Absicht nicht. Das Gebet bleibt einfach allgemein freiwillig. Was aber die allgemein freiwilligen Gebete anbelangt, so braucht es keine Absicht außer die Absicht des Gebets, yani außer die Absicht für das Gebet. Yani die Absicht für das Gebet, das braucht es zwingend. Wie zum Beispiel, wenn jemand Wudu macht, zur Zeit, in der es erlaubt ist zu beten, und dann einfach beten möchte, was Allah ihm geschrieben hat. Es hat keinen Grund für dieses Gebet. Es ist nicht Tahiyyat al-Masjid, es ist nicht Duha, es ist nicht Witr, es ist nicht Ratiba von Duhur oder Maghrib und so weiter. Er möchte einfach freiwillig beten. Dies nennt man was? Allgemein freiwilliges Gebet, nicht spezifisch. Es gibt keinen Grund dafür. Hier braucht es nur die Absicht des Gebets. Warum? Weil es nicht spezifisch ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Wenn eine Person die Absicht im Gebet von einer Absicht zur anderen Absicht wechseln möchte, kann man das oder nicht? Die Antwort darauf lautet, dass es verschiedene Arten gibt vom Wechseln der Absicht. Erstens, das Wechseln von einem allgemein freiwilligen Gebet zu einem spezifischen Gebet. Dies ist nicht gültig. Beispielsweise, jemand möchte ein allgemein freiwilliges Gebet beten und danach im Gebet selbst erinnert er sich, dass er die Ratiba von Duhur oder so noch nicht gebetet hat. Im Gebet wechselt er die Absicht von allgemein freiwillig zu spezifisch freiwillig. So sagen wir was? Hier ist dies nicht gültig für das spezifisch freiwillige Gebet, sondern es bleibt allgemein freiwillig. Warum? Weil es von allgemein freiwillig gewechselt wird zu einem spezifisch freiwilligen. Und das spezifisch freiwillige Gebet braucht die Absicht von Anfang an bis zum Ende des Gebets. Das ist was? Die erste Art vom Wechseln der Absicht. Die zweite Art ist von einem spezifischen Gebet zu einem spezifischen Gebet. Und hier ist ebenfalls dieses Wechseln der Absicht nicht korrekt. Beispielsweise, ein Mann möchte Asr beten. Er beginnt mit dem Asr-Gebet. Während dem Gebet erinnert er sich, dass er noch nicht Dhuhr gebetet hat. Oder zum Beispiel, dass er Dhuhr gebetet hat, aber ohne Wudu. So sagt er während dem Gebet, jetzt beabsichtige ich was? Dhuhr. Das ist nicht gültig für Dhuhr. Er kann nicht die Absicht wechseln von spezifisch zu spezifisch. Ebenfalls ist es auch nicht gültig für Asr. Warum? Yani Asr, welches er begonnen hat. Warum? Weil er das Asr-Gebet abbrach durch das Wechseln der Niyyah. Somit hat er weder Dhuhr noch Asr. Die dritte Kategorie ist was? Von spezifisch zu allgemein. Yani von einem spezifischen Gebet
zu einem allgemeinen Gebet wechseln. Yani allgemein, freiwillig zu wechseln. Und hier ist das gültig und korrekt. Yani hier darf man das machen. Beispielsweise, jemand hat mit der Ratibe von Dhuhr begonnen. Und danach erinnert er sich, dass er schon gebetet hat. Während dem Gebet wechselt er die Absicht zu einem allgemein freiwilligen Gebet. Und hier ist das erlaubt, hier ist es korrekt. Das heißt, es gibt drei Arten vom Wechseln der Niyya, vom Wechseln der Absicht. Von allgemein freiwillig zu einem spezifischen Gebet. Hier ist das spezifische Gebet nicht gültig und die Absicht bleibt für das allgemein Freiwillige. Die zweite Situation ist, von einem spezifischen Gebet zu einem spezifischen Gebet zu wechseln. Hier wird das erste Gebet ungültig und das zweite Gebet beginnt man gar nicht. Das heißt, man hat weder das erste noch das zweite. Die dritte Situation ist, von spezifisch zu allgemein freiwillig. Und hier haben wir gesagt, hier ist das korrekt. Ein Beispiel. Jemand beginnt, Dhuhr alleine zu beten. Und danach möchte er dieses Gebet zu einem freiwilligen Gebet wechseln. Ja, ein allgemein freiwilliges Gebet wechseln. Darf er das oder nicht? Bilal. Darf. Weil du es verstanden hast. Ja. Richtig. Es ist korrekt. Aber mit welcher Bedingung? Richtig, dass noch genug Zeit übrig bleibt, um danach Dhuhr zu beten. Und wann kann man sich so etwas vorstellen, dass man so etwas tut? Ja, wenn du alleine anfängst zu beten, nach der Jama'a kommst du in die Moschee ist leer. Du betest Dhuhr, während dem Gebet kommen drei Leute rein und beginnen jetzt mit dem Gemeinschaftsgebet. Im Gebet möchtest du was? Die Absicht wechseln zu einem freiwilligen Gebet und dich dann denen anschließen. Das ist korrekt. Ja, du betest zwei Raka, gibst Salam und schließt dich denen an und betest Dhuhr in der Jama'a, damit du den Vorzug der Jama'a erreichst und dies ist korrekt und erlaubt. Und sogar, einige sagen, erwünscht in dieser Situation. Inshallah begnügen wir uns mit dem und machen mit der Erlaubnis Allahs im nächsten Unterricht weiter mit den Themen, einigen Themen bezüglich der Absicht. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.